Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen, ja. Wir bereiten jetzt die Aussaat vor auf Feld 38. Schon mal die Traktoren aufstellen, so ungefähr wie sie fahren sollen. Das Ganze wird aber noch dauern, es sollen Sonnenblumen werden. Muss ich nur aktivieren. Ja, und dann schauen wir. Ja, vorbeschauen. Düngen können wir noch nicht, wenn wir warten, bis er wächst. Müssten wir einen Traktor nehmen, der Pflegebrechung kann. Das heißt, der Deutz könnte das, theoretisch, glaube ich jedenfalls. Der kann es auf jeden Fall. Der ist auch voll, ja, den können wir so lassen, das brauchen wir eh. Kurz nachdenken, ich muss nachdenken. Nachdenken, noch ein Fahrzeug. Haben wir nicht zwei Deutz gehabt? Nee, ne? Der kann es auf jeden Fall nicht. Der kann es auch nicht. Da muss man viel nacharbeiten. Dann werden wir wahrscheinlich noch einen Traktor kaufen müssen, der Pflege reifen kann. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und Zeit. Na, dann machen wir eine Runde. Der kann auch keine Pflegebereifung. Der auch nicht. Das haben wir mal probiert. Der kann aber. Ja, nehmen wir einen von denen. Ne, ich glaube, nur tragen. Bestimmt die Melone. Ja, dann werden wir den nehmen. Wollen wir hinten auskappeln. Dann holen wir halt den anderen John Deere hier. John B, wie die heißen hier, keine Ahnung. Das soll doch kein Problem sein, ne? Ganz, ganz wilder Plattenweg. Das Problem ist, dass der Plattenweg so nicht reagiert, sondern eher der Untergrund hier. Ich muss den mal versuchen, terraformen, das mache ich gleich. Ob das überhaupt geht. Das war verkehrte. Das funktioniert, das meins ist, jedenfalls ein Teil davon. So, F1. Was haben wir? Anheben, absenken, angleichen. Feld wollte ich nicht rangehen. Ups. Ich glaube, es ist mehr Mist als vorher. So, kurz umrüsten, Pflegebereifung und dann können wir den anderen Leit nehmen, der da aktuell dran ist am Fahrzeug. Reparieren geht nichts. So. Pflegebereifung.
Na. Sieht zwar jetzt ein bisschen blöd aus mit den kleinen dünnen Reifen, aber was soll's. Wir können ja nicht um den Acker fahren, wenn die Saat schon draußen ist. Irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo wir so einen Koppelkämpfer machen. Dann nehmen wir John Deere für unsere speziellen Arbeiten. Dann machen wir Motor aus. Ja, dann ist er fertig und dann mal machen. Gott sei Dank, Zeitrufer. Weizen gepflanzt, gedüngt. 30%. Ja, dann wollen wir noch mal kurz nacharbeiten. Sonst das können wir so nicht lassen. So. Vollgas! In die Ecke nicht unbedingt. Und das können wir auch machen. Den Hilftext. Den schönen Sichtbackraum wegnimmt. Oh, plus 10 Grad, ich glaub's gar nicht. Das ist fast wie Sommer. Mal kurz anheben die Maschine. Fahren wir Vollgas in die Ecke, wo er vorher nicht so schön gearbeitet hat. Schöne Bäume, ne? Einer wie der andere. Die Vögel übertreiben, wenn nicht da sind. Ja, so ist das, ne? Ja, wenn die Folgen laufen, dann ist schon wieder ja Urlaub zu Ende. Sieht komisch aus, mittelgrün, da wo er so. Hier war auch schön Gras gewesen, ne? Ah. Wow. Geht schnell zur nächsten Ecke. Der Attacker hat mehr Schaden genommen. Der nächste fertig. Aber den nehmen wir nicht zum, oder? Denkt man nicht. Der hat Probleme gemacht beim Crossplay. Das mache ich an Kursfeld liegen, das mache ich am Traktor liegen, weil der einfach eine andere Antriebsart hat, mit Raupen, mit Ketten, also keine Reifen, er lenkt auch anders. So, dann können wir auf 30 gehen, wir sind ja soweit durch. Ist ja auch nicht Quatsch, ne? Wir können ja noch mal ein bisschen andere Sachen machen. Ein bisschen Holz kann man immer machen. Allein deswegen, weil wir das Geld ja auch brauchen, ne?
So. So, der Alarm auch abschließen. Hier müssen wir schauen, ob das nun alles sauber gearbeitet wurde. Hier vorne Ecke scheint okay zu sein. Dann schauen wir uns die nächste Ecke, da scheint was offen zu sein. Wir wollen ja möglichst wenig Verlust haben. So, ja, ein bisschen viel. Das kriegen die beim Wenden nicht hin. Das ist komplett aussehen. Brauchen wir sie auch nicht. Ich weiß nicht, ob technisch die anders möglich ist. Schließt sie mal nicht aus. Eindruck, Schatten. Dieses Feld ist ein bisschen komisch geformt. Etwas komisch, nicht bisschen, etwas komisch. So, nächste Ecke. Oh. Denken wir mal, so schön geworden. Jo. Schatten vom Pfad. Außen lassen wir mal so. Da hat er es gut gemacht. Aber wie gesagt, hier hat er eine Stelle beim Starten. Machen wir gleich mit, ne? Jetzt wollen zwar nicht arm machen und nicht reich. Aber was soll's. Ein bisschen mehr als besser wie nix. Da wir die gleiche Frucht haben wie auf der 49, werde ich da mal die eine Stelle aufsuchen, wo. Nicht fertig ist. Die können wir gleich auffüllen und wir werden mit drei Maschinen probieren. Irgendwo war hier eine Stelle, aber wo weiß ich nicht. Da ist hier mal, da die Ecke kann man eher nacharbeiten. Haben wir die erste drauf gehabt. Ganz gut so. Sonst haben wir jetzt ein kleines Problemchen. Das heißt zwei Früchte. Aber ich habe ja extra zwei Felder nebeneinander genommen, derselben Frucht. Damit wir in einem Abfahrer arbeiten können und nicht lange rumkreisen müssen. Wir wollen ja zügig arbeiten. So viele Früchte haben wir sowieso nicht hier. Ja, da ist nichts mehr zu sehen. Muss ich mal schauen. Wo war es da vorne? Da sehe ich was. Ne, da ist auch nichts. Schau mal hier, da vorne könnte man was sein, wo das Grüne aufhört. Und wenn nicht, ist gut. Dann klappen wir ein und fahren uns zurück. Gut, nichts weiter.
Jetzt fahren wir unter Vollgas zurück. Das zusammengeklappt. Dann fahren wir zurück. Auffüllen und dann gleich auf Feld 38. Die Bodentemperatur muss ich noch ein bisschen erhöhen für Sonnenblumen. Ich werde mal probieren, ob wir nicht nach der Aussaat, nach der Ernte, auf den etwas kleineren Feldern Gras einsehen können, um nochmal eine zweite Frucht. Dann müssen wir zwar die Fruchtfolge ändern. Das kann ich gleich machen, weil ich möchte ja gerne möglichst viel ernten. Ich meine, das war ein Haufen Arbeit. Aber mal schauen. Das soll ja auch funktionieren, ne? Damit die BGH schön arbeiten kann. Jetzt mal schauen, ob unser Terraforming hier, unser Planieren, was gebracht hat. Zumindest das nicht weniger schaukelt. Naja, kann man nicht sagen, wer da noch bitte ist. So, auffüllen. Schauen wir mal ganz kurz unseren Season rein. Weizen, Gerste, Raps. Da werden wir jetzt mal probieren, ob wir da Gras reinkriegen. Nur der liebe Gras nicht optimal nach dem Raps. So, Dünger noch rein. Aber das wäre ein Versuch wert, ne? Längerfristig will ich auch Tiere haben, aber ich befürchte ja, dass die Karte dann gerade dann. Das hindert mich ein bisschen dran. Da was groß zu kaufen und zu machen. Und dann kommt die Kartenänderung. Das ist ein bisschen ungünstig. Immer drei Maschinen müssten reichen normalerweise, oder? Man hat das riesiges Feld, ne? Hier, ja gut. Das schaukelt weniger, ne? Hier schaukelt der Stärke. Aber das Feld, wenn man nicht uns nicht kaufen kann. Ja, ein bisschen Silage machen, vielleicht schon. Wir sind das immerhin zwei Wiesen. Ne, ja, drei. Angekommen. War das der schon Düngen? Schon dir, ja, den wollte ich auch noch hinfahren. Wäre stark genug. Haben wir noch ein Gewicht zu liegen? Ja, zwar ein rotes, aber was soll's. So, Gewicht hat einen mächtigen Schaden, aber das macht ja eh nichts. Der sein Gewicht nicht verloren haben, ne? Das ist ja. Tank ist ein bisschen dürftig, da werden wir uns auf jeden Fall voll tanken. Halb leer ist nicht ganz gut.
So, schauen wir mal. 12:33, 12 Grad. Und morgen geht garantiert die Aussaat los mit Sonnenblumen. Frag noch mal. Prost. Dann können wir garantiert morgen die Felder düngen und das eine Feld dann aussehen. Das schafft er. Sollte auch nicht möglich sein. So, liebe meine Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen auf Wiedersehen morgen zur selben Zeit. Dann seid mal Füße und den Gewinkel. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.